Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich willkommen bei uns im Format der Basismedizin. Zum Wohl. So, unser heutiges Thema geht um Kosmetik, es geht um Beauty, es geht um Schönheit. Und ich habe eine Firma hier eingeladen, die Niedermeyer Pharma Konzern, also eine Firma, wo es schon über 80 Jahre gibt, ist ein Weltkonzern. Hauptsächlich im Bereich der Kaskadenfermentation ist sie weltbekannt und die Geschäftsführerin und Leiterin des Unternehmens ist auch heute wieder da und das freut mich besonders, Ihnen sie wieder zur Verfügung stellen zu dürfen. Ganz herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Cordula May, schön, dass du da bist. Danke vielmals. Ja, jetzt schaut man dich an und man glaubt schon alles. Wir können über Kosmetik müssen wir gar nicht mehr reden, weil man sieht ja an dir, wie du eine wunderschöne Haut hast, du hast Haare, du hast Nägel und das ist alles echt. Das ist alles echt, ja. Das stimmt. Okay, und jetzt können wir wirklich eine total authentische Sendung machen, wo wir auch wirklich über die Wahrheit sprechen. Also, ich weiß ja, die Niedermeyer Pharma macht ein Rechtsregulatum, das ist ja für den Darm. Genau. Hat denn das ganze Beauty jetzt mit dem Darm von innen zu tun oder mit außen? Es gibt verschiedene Wirkspektren, was das Rechtsregulat bzw. eben die Regulat Essenz, das ist ja das Rechtsregulat, beinhaltet. Zum einen, wenn man das Rechtsregulat einnimmt, haben wir diese wunderbare Darmsanierung, generalisierte Darmsanierung samt Mikrobiom, was Voraussetzung ist für ein gesundes und stabiles Immunsystem, was für Schönheit von innen die Voraussetzung ist. Ja, sogar immer die wahre Schönheit kommt von innen. Die kommt von innen. Der Spruch hat schon seine Berechtigung. Ja, ja. Das nächste ist aber, wenn man diese Regulat-Essenz, also mich haben ja die Kunden damals darauf aufmerksam gemacht, ich war auf die Idee gar nicht gekommen. Die haben gesagt, ich mische das mit meiner Creme zusammen und das hat eine gigantische Wirkung. So sind wir überhaupt erst darauf gekommen, dass man die Kosmetik hier freilich. Also ihr habt eigentlich ein Produkt für den Darm gemacht und die Leute schmieren sich ins Gesicht. Genau. Ach so. Die haben das aufgesprüht. Und dann haben wir das in eine Kosmetik verpackt oder auch in diesen wunderbaren Schaum. Also das ist mein Lieblingsmus. Ein Schaum? Ja, Magic Mousse. Das ist Magic. Also ein Schaum? Ein Hautschaum fürs Gesicht. Ich nehme den ganzen Körper her. Gibt nichts Schönes. Feuchtigkeitsspender. Also da ist halt alles drin. Da sind 30% Rechtsregulat drinnen, Regulat-Essenz drinnen und dadurch ist eben diese Verbindung, die Wirksamkeit natürlich potenziert. Also dann fassen wir wieder zusammen, in diesen 30% sind eigentlich wieder diese 50.000 verschiedene Stoffe drin. Genau, die Schutzstoffe, die sekundären Pflanzenstoffe. Wo genau unsere Haut dann von außen genau das nimmt, was er gerade braucht und letztendlich sein Gleichgewicht kriegt. Richtig, auch durch diese Enzymbausteine, die natürlich in jeder Zelle ganz wichtig sind, damit der Stoffwechsel in der Zelle anspricht. Zelle ist ja Zelle, das ist ja, da gibt es ja keinen Unterschied. Es ist wirklich wichtig zu wissen, die Hautzellen sind die gleichen Zellen wie die Zellen in unserem Inneren. Eine Zelle funktioniert nach den gleichen Prinzipien. Das ist ein Kraftwerk, fertig, wo Wasserstoff und Sauerstoff reinkommt. Es werden permanent Tausende von Umsetzungsprozesse getätigt. Darum ist es so wichtig, dass dieses körpereigene Enzymsystem in den Zellen funktionabel ist. Und das speisen wir durch die Regulat-Essenz regelrecht ein. Und natürlich diese massive Menge an sekundären Pflanzenstoffen, das sind halt diese Schutzstoffe, die natürlich eine gigantische Wirkung überhaupt auf die Zelle haben, um sie aufrechtzuerhalten, um sie vor oxidativen Stress zu schützen, also diese freien Radikale, um die Entzündungen auch zu erniedrigen und so weiter. Das ist alles da mit drinnen. So, und dann gibt man eben in diese, also bei uns, normalerweise hast du eine Creme oder eine Zubereiter, ein kosmetischer, da ist die Basis immer Wasser. Und bei uns ist halt ein bisschen Wasser noch drin, sonst wäre es zu hoch konzentriert. Aber normalerweise ist die Basis bei uns eben dieses Regulat, diese Regulat-Essenz. Und dadurch haben wir eine massive Wirkstoffkosmetik. Ja, natürlich. Von Haus aus. Ja, ja. Also man gibt der Zelle das, was sie kausal braucht, um gesund und stabil und kräftig zu sein. Also Futter. Das Futter. Der Dünger. Der gesunde Dünger für die Zelle. So. Ja. Und dann kommen natürlich schon wichtige Parameter, das sind die Hyaluronsäuren. Also man weiß, ab dem 25. Lebensjahr bildet sich ja die Hyaluronsäureproduktion in unserem Gewebe. Muss ich fragen, man hört dieses Wort ständig in der Beauty-Welt. Ja. Die Hyaluronsäure, aber was ist das? Das macht ist ein das mich jung oder schön oder straff oder was?
Also Hyaluronsäure ist ein Polysaccharid, ein Mehrfachzucker, ein riesiges Molekül, welches in unserem Bindegewebe enthalten ist. Mhm. Und jedes Molekül Hyaluronsäure bindet bis zu 6000 Moleküle Wasser. Mhm. So, jetzt wenn man sich das vorstellt, dass die Hyaluronsäure 6000 H2O dahin, dann vergrößert sich das System massiv. Ja. Das ist ein riesiger, also es wird riesengroß, ja. Schön wabbelig, elastisch und groß. Und je größer das ist und je mehr du da in dein Bindegewebe hast, desto mehr druckt es natürlich die Falten raus. Ah, das ist der Grund. Und wenn, das, ja, das und wenn ich weniger Frauen produziere, Hyaluronsäure, wenn keine mehr da ist, dann fällt das Gewebe zusammen und dann kommt es zu dieser grausamen Gravitationskraft. Das, okay, herrlich gesagt. Okay, gut. Und die Kunst dagegen zu wirken ist, den körpereigenen Hyaluronstatus zu erhöhen. Wir haben jetzt da zwei Systeme. Einmal mit der Kosmetik, so viel, also das habe ich jetzt schon seit mehreren Jahren. Da haben wir zwei Hyaluronsäuren jeweils drinnen, eine niedermolekulare, eine hochmolekulare. Mhm. Die niedermolekulare, die dringt in die tieferen Hautschichten ein und die hochmolekulare bleibt in der oberen Hautschicht und bläht sozusagen zusammen dann mit Wasser und gerade wie das Regulat eben, bläht dann die ganze Haut wieder auf und so blüht die ganze Haut vom Feinsten, einfach kommt in einen verjüngten Zustand. Okay. Und dann haben wir in unserer Kosmetik noch Zusatzstoffe, dieses Brunnenkresse, das ist quasi die natürliche Variante von Botox. Also wir arbeiten da schon mit verschiedenen Zusatzmitteln. Kann man nachlesen, mag ich jetzt gar nicht alles. Also es gibt halt es gibt schöne kosmetische Stoffe, die wirken, Stammzellen und so weiter. Ja. Mit unserer Regulade sind regelrechte Stammenzyme, die wir in dieser drinnen haben. Und das ist halt einfach, also für die Haut wirklich fantastisch. Mhm. Wer unsere Kosmetik genommen hat, insbesondere, wie gesagt, mit dem Magic Muster fangen eigentlich die meisten damit an. Das ist der Schaum. Das ist dieser Schaum. Aha. Und da hast du eine Entfaltung. Kriege ich meine Falte damit? Hautunreinheiten, ja, wird ja massiv besser, glaube ich. Okay. Ja, ja. Hautunreinheiten, also man merkt das sofort. Mhm. Also das ist ein Süchtigmacher, sonst dürfen wir nicht anfangen. Okay, aber ich habe es verstanden, wirklich. Man schmeckt, also, man gibt das Futter rein und genau. Diese Hyaluronsäure und dann gibt es Schroffheit. Das heißt, genau. Diese Fältchen, wo viele Menschen haben, die werden dann besser. Also massiv. Man kann das einfach an Problemzonen, genau. Angeblichen Problemzonen nach genau. Außen gerichtet, wo es einen stört, halt entsprechend anwenden oder im ganzen Körper. Ja, ja. Wer sich leisten kann, ist gemein. Ja, das wollte ich gerade fragen. Das ist gemein. Das ja. ist wirklich ein bisschen gemein. Der ganze Körper wird es sicher ist teuer. Halt, es kostet halt dann ein bisschen mehr. Andererseits, ja. Man gibt das so viel aus fürs Auto, zum Essen gehen, was weiß ich. Ja. Oh, halb jetzt mal weniger essen gehen, schon hast du es wieder herin für den ganzen Monat. Also, ist eine Betrachtungssache. Mhm. So, und jetzt haben wir eben... Zeolitis? Ja, natürlich, das geht in die gleiche Richtung. Zeolitis hat natürlich schon mehrere Gründe. Das ist natürlich auch, da geht es auch in die Entgiftungskiste hinein, da geht es auch um, also es verbessert sich. Zeolitis verbessert sich, aber da muss auch ein gesundes Essen schon dazukommen. Mhm. Also nur äußerlich das aufzutragen, wird besser, aber genügt nicht, um Zeolite wegzubringen. Okay, also gescheite Ernährung, gutes Wasser. Ja, und ein bisschen Bewegung. Gesunder Darm, Bewegung. Heute das ganze Programm, was man eigentlich nicht machen mag. Okay. Okay. Aber so ist es nun mal. So, und jetzt haben wir aber dieses zweite System, weil Beauty von außen ist wichtig, darf man nicht vernachlässigen. Zumindest ab einem gewissen Alter ist es wirklich wichtig. Aber Beauty von innen geht ja seit Neuestem auch. Und da sind wir wirklich, ja, möchte ich schon sagen, sehr erfolgreich mit unserem Beauty-Shots. Wir haben Shots, die nimmt man täglich ein. Ein was? Ja, Shots, das ist ein Getränk. Ein Getränk? Ein Getränk. Ach so. Ja, das weißt du alles. Nein. Okay. Du bist ein Mann. Deine Frau weiß es wahrscheinlich schon. Und das ist eben wieder das gleiche Regulat Essenz und da sind halt einfach die Beauty-Maker drin. Hyaluronsäure als Allerwichtigstes. Zum Trinken. Zum Trinken. Und das ist eben das Tolle, das kommt eben an. Dann Biotin, weiß man, für Haut, Haare, Nägel, ich weiß es gar nicht, Vitamin C, für die Kollagenbildung,
Kupfer, was haben wir denn alles drin? Dann ja, das Silizium, die Kieselerde haben wir mit drinnen, aus dem Schachtelhalm. Schachtelhalm, weiß nicht, ob du den kennst. Ja, ja, klar. Das ist so das ganz stabilste Gebilde, was es überhaupt gibt. Ja, ja, aber ich habe schon gehört, dass das irgendwo auch als in der Apotheke ist. Das Bindegewebe eben. Okay, ganz aber ist noch erlaubt, oder? Das Bindegewebe, ganz genau. Okay. Das ist ein ganz wunderbarer Stoff, das ist alles in diesem Beauty-Drink mit drinnen. Und das gibt es ja gar nicht. Ihr habt einen Trink. Der wirkt. Ja, ja. Und der wirkt so toll. Und der ist auch so gesund. Aber wenn ich den trinke, geht der ja auch in den Magen und in den Darm. Das funktioniert. Mhm. Die Hyaluronsäure, das Biotin, wird über diese, also das wird ja ganz speziell eingebracht in die Regulat-Essenz. Das ist ein langwieriger Prozess. Und die umhüllt sozusagen diese Mikronährstoffe und transportiert es wirklich in die Haut. Es wird oft angezweifelt. Wir werden angekreidet von plastischen Chirurgen, die sagen, so ein Blödsinn hilft nichts, aber die Frauen sprechen eine andere Stimme. Und ich selbst auch. Mhm. Es ist fantastisch, wenn man den Trink einnimmt und zusammen, von innen und von außen, sich mit dieser Hyaluronsäure tränkt, das Gewebe und die Haut tränkt. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Toll. Ich bin sprachlos. Mhm. Ja, es ist total einleuchtend. Wirklich. Mhm. Wir haben auch Studien gemacht. Also ja. Es ist Naturpur. Ja. Naturpur, ja. Und diese Stoffe, die verantwortlich sind, also die Hyaluronsäure baut sich halt wirklich ab. Also das fängt mit 5, du heißt ja, Mädel bis 25 musst verheiratet sein. Das haben die Leute schon früher gewusst. Ach, weil ja, dann geht es runter. Dann baust du ab mit deiner Schönheit. Ja. Stimmt, der Spruch ist noch da, aber nicht gewusst, warum. Nicht gewusst, warum. Ja. Das sind genau die Dinge. Und jetzt können wir eben das hier wieder aufbauen. Gerade am Anfang muss man das wirklich täglich nehmen, damit sich die ganze Hyaluronsäure wieder aufbaut. Und dann kommen wir so ein bisschen... Kann man das abschätzen? Wenn ich jetzt mal so ein bisschen die Kosten reingebe, müsste ich da vielleicht 1 oder 2 Kaffee am Tag weniger kaufen, um die Kosten für meine Schönheit... Ein Kaffee genügt. Ein Kaffee am Tag weniger auswärts zu trinken und man hat die ganze gute Kosmetik für sich. In der Schweiz, glaube ich, langt ein Dreiviertel der Kaffee. Ja, stimmt. Ja. Unglaublich, unsere Preise. Und das Ganze ist halt auch wirklich rein natürlich. Auch dieser Drink, das ist vegan, rein natürlich. Es ist nichts drin, keine Konservierungsstoffe, keine Aromen, keine Süßstoffe, gar nichts. Merkt man da etwas oder sieht was? Ich meine, die Frauen sind ja, oder auch die Männer sind ja auch so eitel. Die Männer trinken es auch. Eben. Ja, das stimmt, heimlich. Okay. Haben wir schon oft gehört. Ja, ja. Ich denke, wir dürfen auch dazu stehen, wir sind auch gerne. Finde ich auch. Ja. Finde ich sehr lächerlich. Ja, ich habe ja auch 50 Jahre nichts ins Gesicht geschmiert. Jetzt schmiere ich mal was. Das fühlt sich ganz gut Magic an. Ja, werde ich sofort machen, also wirklich zweifelsfrei. Was mich interessiert, ist, Wirkungsweise, wann das wirkt, gell? Wie schnell das wirkt. Ja, die Zuschauer sehen mich ja fast jeden Tag. Sie werden die Veränderung dann schon sehen. Also, da komme ich noch im Schlussplädoyer darauf zurück. Okay. Wie sieht es mit Akne aus? Weil ich möchte auch mal die jüngeren Gesellschaftsgruppen ansprechen. Weil das ist ja auch ein Riesenleid. Dahinter. Ein Riesenleid. Die Mädchen leiden da wahrscheinlich unwahrscheinlich drunter. Ja, auch die Männer. Ich wusste ja auch, ich hatte meine Stirn auch voll. Das war alles andere als lustig. Ja. Aha. Akne ist eine Sache, die 100% aus dem Darm kommt. Okay. Da werden die Toxine nicht ausgeleitet und dann wandern die Toxine über die Haut nach außen. Also der Fingerabdruck hier unten, also ist nicht mehr meiner. Akne, vollkommen ganz klar. Also wieder auch auf ein Produkt zurückgreifen, was mir alle Nährstoffe wieder gibt und das ins Lot bringt. Genau. Und dann habe ich gut entgiftet und dann braucht es nicht mehr den Gift in den Kopf. Da ist auch eine zusätzliche Entgiftung wirklich ratsam, also ist die Regulat-Essenz an sich. Und noch so ein Detox-Programm, was wirklich wichtig ist, was auch wirklich die ganzen Giftstoffe, also wir wissen das, Quecksilber oder so, wenn man das zu sich nimmt, das ist dann wirklich auch aus dem Organismus draußen nachweislich. Klar, wenn man wieder ein Fisch isst, insbesondere große Fische, weil die leben länger im Meer, die sammeln umso mehr Quecksilber an, hast du es wieder drin. Das ist unglaublich, gell? Klar, aber wenn man es wieder nutzt, also wirklich der Darm, dann geht alles wieder raus, genau. Das möchte ich nochmals hören, weil das ist sehr spannend. Das heißt eigentlich, ein intakter Darm ist in der Lage, Schadstoffe, die uns ständig von überall doktriert werden, wir dürfen kein Thunfisch essen, wir dürfen diese nicht essen und. Es ist, wenn das hier unten stimmt, können wir es ausscheiden. Ein intakter Darm selektiert ganz genau,
was ausgeschieden werden muss und was resorbiert werden darf. Gut, du Quecksilber musst ja nicht resorbieren, sondern scheidet raus. Das muss er ausscheiden. Gut. Und natürlich spielt die Leber auch eine gewisse Rolle, ganz klar, mit ihren Entgiftungsenzymen. Die muss auch funktionabel sein. Das ist ein System, das hängt auch wieder mit alles zusammen. Viel trinken ist immer gesund, logisch. Mhm. Übrigens bei Hyaluronsäure, wenn man die zu sich nimmt, gerade wenn man sie einnimmt, viel trinken, damit das Wasser überhaupt da ist, damit es überhaupt quellen kann. Ach, dass es binden kann. Dass es binden kann. Wenn du recht austrocknet bist und nichts trinkst, dann hilft es auch nichts. Okay, gut. Ja. Aber wie gesagt, ich komme noch was zum Darm zurück. Ja? Das war gerade sehr wichtig, weil in dieser Gesellschaft und auch die Medien heutzutage doktrinieren uns unglaublich viele Ängste. Mhm. Wir dürfen das nicht und das nicht und dann wieder Plastik gefunden Wahnsinn, und weiß Gott was alles. Man weiß manchmal gar nicht und du bist jetzt eigentlich da, als, wirklich als eine Dame, die uns Hoffnung gibt und sagt, halt, stopp. Ja. Wenn der Darm in Ordnung ist, und dann wiederhole ich diesen Satz, weil er so wichtig ist, wenn der Darm in Ordnung ist, ist alles gar nicht so schlimm, auch wenn die Umweltgifte vorhanden sind. Genau. Dann kommen wir klar. Toll. Wir haben ein inneres Regulationssystem. Mhm. Der Organismus weiß ganz genau, was gut ist, was schlecht ist. Und dann arbeitet er richtig. Mhm. Genau um das geht es. Mhm. Und machen wir, also wenn man sich das vorstellt, jetzt haben sie ja gerade eine Untersuchung gemacht, pro Woche scheidet man 5 Gramm Plastik aus. Man weiß jetzt, also es ist wie so eine Kreditkarte, die wiegt 5 Gramm. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist schon übelst. Man weiß aber nicht, was man an Nanoplastik, was ja alles im Körper bleibt, hat man keine Ahnung. Ja. Und da ist es schon wahnsinnig wichtig, dass man sich schützt, dass man alles tut, dass das System in seinem Gleichgewicht bleibt. Mhm. Mhm. Weil dann wird man mit all diesen Dingen ganz einfach, dann wird der Organismus fertig. Mhm. Dann möchte ich nochmals eine andere Frage stellen, nämlich junge Leute bis 25 produzieren ja noch genügend Hyaluronsäure. Genau. Dürfen denn die auch eine Kosmetik nehmen, das Hyaluronsäure schon drin hat? Ja, da gibt es, die kenne ich, die Diskussion. Da heißt ja, und dann adaptiert es nachher die eigene Hyaluronsäureproduktion womöglich auf oder wie auch immer. Theoretisch brauchen sie es nicht, die jungen Mädeln. Aber sie sind ja schon schön und straff und alles. Da passt ja eh als. Aber die Jugend, die ist ja mittlerweile schon geil. Die haben ja alle einen Hau. Am liebsten als Kinder dann schon angefangen, sich die tollen, wirklich regenerationsfördernden Anti-Aging-Produkte. Also die Jugend ist sehr auf Trab, was die Schönheit angeht und was ein schönes Leben angeht. Da nutzen die alle Möglichkeiten. Und es scheint so zu sein, dass es nichts ausmacht. Du kannst auch auf eine jugendliche Haut Hyaluronsäure geben und die eigene Produktion lässt nicht nach. Mhm. Also das scheint jetzt ziemlich sicher bestätigt zu sein. Mhm. Ich habe die Studie nicht gemacht. Mhm. Die kommen von anderer Seite. Ja. Kann also nichts passieren. Es war mir auch nicht so wichtig, so auf die Frage hinbezogen, sondern letztendlich braucht auch ein junger Mensch Nährstoffe. Ja, ja. Und das kriegen wir ja eben über diese 50.000 verschiedene Stoffe auf die Haut. Das ist ja sensationell, oder? Ja, Schwangere, kleine Kinder, da fängt es doch an, da ist es ja am allerwichtigsten, dass die sich stabilisieren. Die Kinder kommen ja, wenn der Darm der Mutter nicht gesund ist, dann ist die auch innerlich vergiftet, da passt ja gar nichts mehr. Dann werden ja die Kinder, warum sind denn die Kinder alle krank? Wenn du in die Kindergärten reinschaust, die sind alle reihenweise daheim liegen im Bett, weil sie alle krank sind. Mhm. Haben Diabetes schon. Und das ist nicht, weil es heißt, ja, das wird vererbt. Ja, ich weiß es schon. Also das ist eine Katastrophe, das Ganze. Ich habe einen Professor in UNESCO von der Spezialklinik Neukirchen. Und der kommt auch mit Tränen in den Augen und sagt, das ist unglaublich, wie viele Babys er hat mit Neurodermitis. Und was früher nie war. Und heute sind so viele, die ganze Station ist voll damit, oder? Weil einfach, wie du sagst, es kommt halt schon von der Mutter rüber. Also, ich habe es ja selber gehabt. Ja, das hast du mir gesagt. Zu meinem 40. Lebensjahr. Bis 40, das ist verrückt. Ja, natürlich. Vor 20 Jahren ging die Sache los und da haben wir halt dann helfen können. Katastrophal. Das ist wirklich katastrophal. Okay. Es ist gar nicht so schwer. Also, fassen wir zusammen. Ein Mensch, wenn er schön sein will, im Außen, ist es gut, im Innen anzufangen? Muss schön sein im Innen. Gut. Also, dann machen wir unsere goldige Mitte, unser Fingerabdruck über einen gesunden Darm. Und das Ganze ist überhaupt keine große Sache, weil man fängt einfach mal an zu füttern mit diesem Rechtsregulat, heißt das.
wo einfach diese 50.000 Stoffe drin hat, in fermentierter Form, in einer Mehrfachkaskaden-Fermentationsform. Mhm. Oh, schwieriges Wort, aber ich habe es geschafft. Gut, und dann haben wir die Möglichkeit, eben diesen Schaum auf die Haut zu tragen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das anfühlt. Ja. Und die Leute, die ein bisschen mehr Körperpflege machen, können das auch nach dem Duschen, den ganzen Körper mit diesem Schaum. Ja, ja, okay. Wunderbar. Gut. Wunderbar. Wunderbar. Okay. Und das nächste, das wäre noch eine Form mehr, wäre dieser Drink. Genau. Der Beauty Drink. Der Beauty Drink. Das ist was Feines. Ja. Ab einem gewissen Alter. Wunderbar. Ab einem gewissen Alter. Also nicht so wie meine Tochter da oben das probiert hat und die Nase gerümpft hat. Der schmeckt aber übrigens besser. Der schmeckt besser, der Drink. Okay. Es ist halt wirklich so, das Biotin merkst du ganz einfach. Das ist ja dann also ganz nebenbei Haut sowieso. Haare und Nägel, die stabilisieren sich enorm, wachsen wesentlich besser, wachsen wieder viel mehr. Das hat mir ganz vergessen zu sagen. Kräftig. Ich meine, meine Haare waren früher lange zu schick. Die sind einfach durch diesen Drink jetzt fantastisch geworden. Diese Haare sind über den Drink gekommen? Ja, ja. Ich meine, richtig schlechte Haare habe ich noch nie gehabt, das muss ich schon dazu sagen. Aber diese Fülle, und ich konnte ja rumschmeißen, wie ich wollte. Ich tue genau das, was ich will. Das ist wirklich... Drei-Wetter-Schaum. So ungefähr. Der Topfgeist. Das haben wir nicht gesagt. Okay. Und auch die Nägel? Auch das stabil, wachsen, sind fest. Aber es das ist halt über den Darm, die Nägel, und nicht jetzt über... Das sind eben mehrere Wirkungen. Das ist dieser gesunde Darm, das heißt diese grundregulierte Gesundheit. Und natürlich, das Biotin hilft, wenn es ankommt, und über unser Regular kommt es eben an, und dann äußert sich das heute auch so schön. Okay, aber der Schaum schmierst du jetzt nicht auch noch in die Haare, sondern es kommt auch von innen her. Das ist über die Regulation vom Darm. Genau. Wow, war beeindruckend. Herzlichen Dank für diese Aufklärung. Ich werde mir das wirklich testen. Ich werde das wirklich testen, für mich selber. Ich habe da meine Abnehmfalte. Okay. Die stört mich. Perfekt. Ich habe das Gefühl, die Zuschauer schauen nur auf meine Falte. Jetzt habe ich sie auch gezeigt. Jetzt sehen sie sie auch. Also jetzt habe ich es. Also die muss mal weg und das werde ich gerne testen. Ja, wirst du sehen? Ja. Das ist wunderbar. Okay, schön. Ich komme wieder. Ja, ich weiß. Ich mache ein Foto jetzt noch. Also, herzlichen Dank für die Sendung. Danke, liebe Alex. Frau Dr. Gordula May, danke für die Aufklärung. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hoffe ich, dass wir hier einen ganz anderen Maßstab in Sachen Beauty Ihnen mal zeigen durften, liefern durften, wo einfach ein ganzes Konzept dahinter steht und eigentlich alles so logisch ist. 50.000 Nährstoffe auf der Haut, 50.000 Nährstoffe für unseren Darm in fermentierter Form, sodass wirklich die wahre Schönheit von innen kommt. Und wissen Sie was? Sie sind auch schön, wir sind alle schön und müssen einfach nur schauen, dass wir im Gleichgewicht bleiben und unser Darm, unser Immunsystem stärkt und uns gesund halten kann und schön halten kann. In diesem Sinne und auch der Schwerkraft trotzen können. Ja. Super. Alles Gute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.